Guten Tag, guten Tag. Heute gibt es Fast von vorher mit Phoebe. Hallo. Und mir. Und zwar. Ach. Digga, ich weiß gar nicht, was wir hier machen. Auf jeden Fall, seht ihr schon, wir sind in Phasmophobia drin. Hugo hat das noch nie gespielt. Ich habe ihm das vorhin ganz kurz versucht zu erklären. Hast auch Horrorspiele, also wird das, glaube ich, sehr amüsant. Ich bin jetzt auch nicht so ein Profi drin, also ich glaube, das wird auch ziemlich los. Genau, seid gespannt und hoffentlich scheißt sich Hugo in die Hosen. Also Hugo, pass mal auf. Hier, das sind unsere Koordinationen, ne? Wenn wir immer mal hier reingehen, guckst du auf das... Ja. Guck, das siehst du so, wenn es gefährlich sein könnte. Wenn wir unter, sag ich jetzt mal, 30 oder so, 50, dann kriegen wir einen Jumpscare reingedrückt, so mäßig, wenn wir dann wieder sind. So, pass auf, hier haben wir jetzt die Equipment-Sache. Ich muss selber gucken, Kamera. Hier, nimm die Kamera. Hier ist ein Thermometer, das ist wichtig. Hier ist das Walkie-Talkie, das ist auch ganz geil. Wir müssen jetzt einen Raum finden. Kannst du aufhören? Ja, okay. Wir müssen jetzt oh Gott, ich sehe nichts. Mach doch wieder an. Aber wir haben keinen Schlüssel. Hast du den Schlüssel? Okay, wir suchen jetzt erstmal den Raum und mach direkt Licht an. Also in der drin gibt es Lichtschalter. Digga, ich schwöre, ich kann das nein, nicht das spielen, ist, ne? Hugo, ich schwöre, hier gibt es keine Jumpscares, sonst würde ich mir auch schon einscheißen. Ich such den Schalter, alles ich gut. Ich seh... Oh, Alter, Alter, ich hab Thermometer verloren. Mal auf den Boden leuchten. Digga. Okay, komm mit. Ja, so ist gut. Leuchte immer so lang. Hugo, ich seh nicht. Ab Keller. Okay, mach den Stromkasten an. Nein, ich alleine, komm mit. Hugo, bitte. Digga, komm hoch. Du hast mich allein gelassen. Ey, Junge, hier passiert doch nichts. Ich brauch doch nur einen Stromkasten. Ich hab irgendwas. Bitte, wo bist du? Spaß! Ich hab halt keine Taschenlampe jetzt, ich muss hier raus. Ich brauch eine Taschenlampe. Wo ist hier der Stromkasten? In der Garage, so in der Garage, glaube ich. Vielleicht. Hallo? Ja. Ist Walkie Talkie? Ja. Garage. Wir gehen jetzt hin, das Auto piept, wir müssen das ausmachen und dann Lichtschalter. Dann können wir perfekt was sehen und der Geist macht doch nichts. Nein, da, ab in die Garage. Rechts? Hier? Ja, ja, ja. Kannst du aufmachen? Mit links klick? Ja, ja, ja. Geh rein! Na, Hugo. Oh, hell na. Oh, hell na. Ey, Hugo, guck mal, Hugo, Hugo. Hugo. Ja? Digga, Digga, ich dachte, das war der Geist. Also, Jin. Ein Djinn ist ein territorialer Geist, der bei Bedrängnis angreift. Er ist ebenfalls bekannt. Okay, Hugo, geh rein und schau, wie er dich angreift und sag's mir dann. Geh rein jetzt, los, opfer dich. Was muss ich machen? Einfach mal ein bisschen rumwalken, mal gucken, was der so macht. Der wird dich nicht jumpscannen. Also einfach nur gucken, was er so macht. Hallo? Ja? Hast du die Kamera? Hast du noch das Thermometer? Ich hab einen Taser. Nee, das Thermometer mit das bunte. Ja. Mach mal rechtsklick und an und guck mal, wo sich der Bree befindet. Bist du hier? Ja. Guck mal, wo der. Er hat das Licht ausgemacht. Oh Gott. Hast du das jetzt ganz ausgemacht? Oh oh. Da, der redet! Er redet. Er ist hier! Digga, ich glaube, er holt mich. Geh auf! Wir können nicht, Hugo. Ich weiß nicht, was passiert, Digga. Leise, leise, Hugo, leise, der hört dich. Achso, du bist tot? Ja, er hat mich einfach nicht gehört, weil ich leise bin. Hugo hat so geschrien, ne? Welcome back. I've prepared some jobs for you. Es war Shade und nicht Jin. Was? Was ist das? Rauschen oder stopft die? Was macht die? Und in welchen Raum? In welchen Raum? Digga, ich war. Dachboden. Die war da. Nee, ich hab sie. Sie hat geweint. Sie war traurig, glaube ich. Sie weint. Hm. Okay, aber du denkst auf den Dachboden. Dann komm mal mit. Wir gehen jetzt hoch und tun deine Kamera hin. Aber nicht, dass ich wieder tot bin. Aber. Nee, weil zu zweit greift die eh nicht an. Wir müssen halt. Okay, ja, eigentlich. Ja. Okay, eigentlich gebe ich dir den Job. Pass mal auf. Du kriegst jetzt diese. Nein. Okay, dann bleib du im Wagen. Und ich glaube, guck mal, du kannst in den Wagen reingehen und du siehst jetzt. Du kannst auf den Monitor immer auf die Tastatur drücken, dann siehst du meine Perspektive gerade. Okay. Lisa.
Lisa More. Alter, ich wollte weg. Wo bist du? Nein, er redet schon wieder. Oh, Lisa, Lisa, okay, ich höre dich. Pass auf. Nicht. Kommst du runter? Lisa, komm runter! Mein Leben. Nein. Nein, ja, ich bin tot. Wow. Oh, mein Gott. Digga. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, er schreit immer so. Okay, mal gucken. Hugo allein, mal gucken, was er macht. Verwende das Kruzifix. Kruzifix nochmal. Um den Geist an der Jagd zu hindern. Hugo, du brauchst das nicht. Ich habe ein Buch da oben hingelegt. Wenn du auf dem Dachboden das Buch einfach ganz schnell wegnimmst und sie reingeschrieben hat, dann haben wir die safe. Schnapp dir das Buch und renn so schnell raus, wie du kannst. Das ist so witzig, weil ich gar keinen Plan hat, wie er was machen will. Mach dir einen Bottleflip, nein. Hugo! Was? Hör auf, Bottle zu flippen und halt dein Maul und geh hoch und du musst das holen und sei leid. Digga. Wo liegt das denn? Das da? Nein, direkt vor dir. Vor der Treppe. In der Mitte hinter dir! Du musst das auch platzieren. Was mache ich jetzt? Ich habe das Buch nicht platziert, das war mein Bett, aber ich habe auch gepanikt. Du musst da nochmal hoch in das Buch richtig platzieren. Oh, Digga, du trollst. Nein, ich troll nicht, ich bin doch da oben gestorben. Nein, ja, ich bin tot. Leg, F, drück mal F, vielleicht schreibt die trotzdem rein, wer weiß. Roll weg. Die Alte ist halt auf dem Dachboden, das ist das Problem. Nee, die schreibt nicht. Warum ist hier eine Teeparty mit dem Hasen? Also du musst das leider doch auf dem Dachboden tun. Ich hab 0%. Also es könnte Shade... Okay, wir können nicht mehr. Wir haben wieder 0%, Digga. Also entweder Shade oder so. Es könnte wieder Shade sein. Warte, ich streue ihn wieder mit Gegenständen. Habt ihr das gesehen? Hasi! Oh mein Gott, wie krass. Das ist krass gut. Lauf. Lauf. Nein. Als ob. Er schafft's. Oh, Digga, das war krass gut. Lisa! Schreib mal ins Buch! Oh Junge, ich hasse diese Stühle, ne? Das sind die schlimmsten da hinten. Oh! Thank you.